Herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar CGM Albis für Anfänger Teil 2. In CGM Albis für Anfänger Teil 1 am 9.5. hatten wir Ihnen die Punkte, wie erledige ich den Erstkontakt, wie lese ich die EGK ein, wie erfasse ich manuell EGK-Daten, wie lege ich einen Schein an, welche Unterschiede gibt es bei den Scheinen und wie setze ich einen Patienten ins Wartezimmer gezeigt. Und in dem heutigen Teil 2 möchte ich Ihnen zeigen, wie ich ein Wiederholungsrezept erstelle, wie ich den CGM-BMP drucke, wie erstelle ich einen Überweisungsschein zu einem anderen Arzt, was ist ein Spooler und wie wird er genutzt. Wie erfasse ich Biometriedaten, Gewicht, Größe, Blutdruck? Wie vergebe ich einen neuen Termin und drucke eine Terminkarte bzw. einen Terminzettel aus? Und das Ganze möchte ich Ihnen auch direkt in Albis zeigen. Ich wechsle daher mal in mein Albis-Programm. Ich habe mir jetzt hier schon in Vorbereitung meine Patientin aufgerufen. Ich hatte ja im Teil 1 schon gezeigt, wie das geht. Es geht jetzt gleich mit dem Punkt, wie erstelle ich ein Rezept, weil der Patient steht ja vor Ihnen. Sie haben die Chipkarte ja im ersten Teil eingelesen und der Patient hat ja auch schon gesagt, was ihm fehlt. Und nun sagt er, er möchte doch das Medikament, was er letztes Mal verordnet bekommen hat, wieder verordnet bekommen. Ein Rezept können Sie aufrufen, entweder hier über die Symbolleiste Rezept oder hier oben über das Menü Formular und scrollen dann runter bis auf Rezept, was ich persönlich sehr ungünstig finde. Dann würde ich doch eher, statt dies zu tun, mir noch Steuerung R für Kassenrezept merken und Steuerung R auf meiner Tastatur drücken. Jetzt stehen wir hier auch gleich in unserem Rezept. Albis hat die Patientendaten mit übernommen und der Patient möchte eine Altverordnung noch einmal verordnet haben. Und Sie sehen hier rechts unten den Button Alte Rezepte. Wenn Sie dort draufklicken, kriegen Sie die schon verordneten Medikamente gewählt oder ausgewählt nach dem Zeitraum, den Sie unter Optionen Verordnungen eingestellt haben, angezeigt. Bei mir sind das jetzt nur Daten von 2018. Wenn jetzt das Medikament hier zum Beispiel nicht bei ist, haben Sie und der Patient sagt, ja, ich habe das ja auch schon vor 2 Jahren bekommen oder vor einem Jahr bekommen, haben Sie die Möglichkeit, hier in dem oberen Bereich den Zeitraum zu erweitern, entweder durch Eintragen des Datums oder mit dem Klick auf plus ein Jahr. Dann sehen Sie, dass sich hier vorne der Zeitraum verändert und wenn ich dann auf Aktualisieren gehe, bekomme ich alle Medikamente angezeigt. Wenn Sie dann das Medikament gefunden haben, brauchen Sie nur hier vorne noch den Haken zu setzen und können mit OK das auf das Rezept übernehmen. Und im nächsten Schritt dann drucken sagen. Ich habe jetzt so eingestellt, dass es bei mir nicht direkt ausgedruckt wird, sondern im Spooler landet. Das möchte ich Ihnen ja dann gleich noch zeigen. Als nächstes kommt jetzt aber erstmal die Abfrage nach dem Bundesmedikationsplan. Eine Verordnung existiert halt noch nicht auf dem Plan und ob wir den aktualisieren möchten. In dem Fall sage ich ja. Jetzt haben wir hier die Möglichkeit, links oben Einsicht zu nehmen auf die Dauermedikamenten des Patienten, wo ich auch einen Unterschied habe oder eine Aufteilung habe, wo ich sehe, was ist schon auf dem BMP und was ist noch nicht drauf. Rechts die Daten, die auf dem BMP sind und ich sehe jetzt hier unten in dem Feld meine Altverordnungen, wo mein Buscopan markiert ist, was ich aufs Rezept übernommen habe, was halt auch noch nicht auf dem BMP ist, weil Sie sehen hier rechts oben fehlt's. Und kann jetzt sagen, die Auswahl, die hier unten automatisch angehakt ist, kann ich übernehmen. Und Sie könnten auch, wenn es Ihnen auffällt, so wie hier, sagen, ich möchte auch das mit übernehmen, damit er aktuell ist. Möchte ich jetzt nicht, ich nehme nur das neue Medikament. Auswahl übernehmen und dann öffnet sich auch sofort mein Medikationsplan, den ich dann hier auch mit Vorschaudrucken mir anschauen kann oder ich drucke ihn sofort nur aus. Ich speichere ihn jetzt hier nur, sonst dauert mir das jetzt zu lange, ehe mein PDF auf ist.
Ich bekomme jetzt laut meinen Einstellungen noch den Hinweis, ob das Medikament in die Dauermedikamente übernommen werden sollen. Das möchte ich nicht. Deswegen klicke ich jetzt hier weiter nichts an. Wenn Sie aber sagen, Sie wollen Buscopan und Symbicort in die Dauermedikamente übernehmen, haben Sie hier die Möglichkeit, als Dauermedikament zu übernehmen, die markierten, was Sie als Arzthelferin an der Anmeldung eher nicht machen werden. Aber wenn hier ein Arzt heute bei ist, ist dieser Hinweis bestimmt interessant. Ich möchte nichts übernehmen, sage daher jetzt einfach nur, okay, dann wird auch kein neues Dauermedikament übernommen. Das nächste, was Patienten ja an der Anmeldung sehr gern haben möchten, ich brauche eine Überweisung zum Lungenfacharzt zur Kontrolle vielleicht. Hier haben wir wieder die Möglichkeit, über das Symbol der Überweisung die über aufzurufen oder auch über Formularüberweisung oder das entsprechende Tastaturkürzel. Ich werde immer eine leere Überweisung als erstes angezeigt bekommen, habe jetzt hier die Möglichkeit, Überweisung zum, in dem Fall Pulmologie auszuwählen, sage noch Mit- und Weiterbehandlung und gegebenenfalls hier meine Diagnose. Mit Steuerung F3, Sie müssten hier unten bei mir in Albis die Statusleiste sehen. Da kann man nämlich gucken, hier Steuerung plus F3, alte Diagnosen. Ich muss jetzt also nicht mal meine Hand auf die Tastatur legen, sondern kann das mit der Maus bedienen. Komme ich in die Diagnosen, die der Patient schon bekommen hat und kann jetzt hier für die Überweisung gegebenenfalls meine Diagnose auswählen und kann das Ganze ausdrucken. Jetzt möchte der Patient noch eine Überweisung zum Frauenarzt, also die Patientin. Und das sind ja so Standardsüberweisungen. Und vielleicht haben Sie schon in Ihrer Praxis und wenn nicht, soll das jetzt vielleicht auch der Anreiz sein, sich hier Standards einzurichten. Ich habe mir nämlich hier Standards eingerichtet, Menüpunkt 3, dass ich sage Überweisung zum Frauenarzt. Und Sie sehen, es ist alles komplett schon ausgefüllt. Ich klicke also nur meinen Standardreiter hier oben an und gehe jetzt auf Drucken und die Überweisung wird auch noch gedruckt, maximal gefragt, ob die Diagnose mit auf den Schein übernommen werden soll. Das kommt aber daher, da ich unter Optionen Formulare eingestellt habe, dass alle Diagnosen von der Überweisung in meine aktuelle Abrechnung übernommen werden sollen. Zumindest soll dies abgefragt werden. Und in dem Fall möchte ich es nicht übernehmen, deswegen markiere ich hier nichts und sage einfach okay. Wenn es eine Diagnose ist, die mit in die Abrechnung übernommen werden soll, weil Sie sie vielleicht direkt auf dem Ü-Schein angegeben haben, müssen Sie sie blau markieren und sagen dann okay. Okay, dann kommen wir schon zum dritten Punkt, Spooler. Den wenigsten von Ihnen wird jetzt aufgefallen sein, dass hier rechts unten in meiner Statuszeile, die ich hier eingeblendet habe, wo Sie auch das aktuelle Datum, das aktuelle Quartal sehen, sehen Sie hier ein kleines Druckersymbol. Das ist der Spooler. Wenn Sie eines oder mehrere Formulare halt in dem Druckerspooler befindet, erscheint dieses Symbol in der Statuszeile. Mit einem Doppelklick können Sie das Symbol öffnen und daraufhin erscheint halt jetzt dieser Dialog, wo Sie sehen, welche Formulare liegen hier drin. An der Anmeldung werden Sie eigentlich generell nicht über den Spooler drucken, denke ich, aber gegebenenfalls die Ärzte im Sprechzimmer, weil Sie vielleicht keinen Drucker im Sprechzimmer haben und nicht an den Drucker in der Anmeldung angebunden sind. Sie als Arzthelferin an der Anmeldung sehen halt über das Symbol, dass etwas im Spooler liegt. Sie sehen, wenn Sie mehrere Ärzte haben, hier vorne das Kürzel, welcher Arzt das Formular eingestellt hat. Sie sehen unter Bezeichnung, welches Formular es ist. Also dann wissen Sie auch, welches Papier Sie einlegen müssen, welches Formular. Sie sehen hier auch für welchen Patienten und auch von welchem Arbeitsplatz das gedruckt wurde und wann und welche Uhrzeit. Wenn Sie hier also mal alte Formulare drin haben, die nicht ausgedruckt wurden, Sie müssen sie nicht alle ausdrucken. Sie haben jetzt die Möglichkeit, entweder dadurch, also mit blau markieren mit der Maus, kann man das Formular auswählen.
Sie können jetzt mit Enter das Formular zum Ausdrucken öffnen. Es wird dann aus dem Spooler auch entfernt. Oder auch mit einem Doppelklick mit der Maus. Und dann kommt auch die Abfrage, wollen Sie das Formular ausdrucken? Ich sage jetzt mal hier bei dem einen Ja. Jetzt geht mein PDF-Drucker an, ich speichere mir das mal. Ich nutze das Praxisarchiv dazu, daher wird auch mein Formular sofort mit ins Praxisarchiv abgelegt und hätte es jetzt hier statt auf dem Bildschirm auf meinem Formular auf dem Drucker. Und Sie sehen, dass jetzt hier in meinem Spooler das eine Formular fehlt. Wenn hier ein Formular fälschlicherweise drin ist oder es falsch ist, kann man es mit der Entferntaste entfernen. Mit F4 können Sie sich die Anzeige hier im Druckerspooler gegebenenfalls mal aktualisieren. Sie sehen das hier unten auch in der Symbolleiste F4 Refresh und mit F8 kann man alles löschen, was hier im Druckerspooler ist, wenn Sie es nicht mehr ausdrucken wollen. Ich habe in Vorbereitung des Webinars gestern meinen Druckerspooler mal gelöscht, weil er doch zu unübersichtlich war. Weil es sammelt sich ja doch manchmal eine Menge hier an und es kann auch in Praxen ja vorkommen, dass Sie Formulare drin haben, die Sie nicht mehr ausdrucken wollen. So, das war der Spooler. Als nächstes, wer von Ihnen, gut nicht an der Anmeldung, aber im Labor arbeitet, wird auch vielleicht im ersten Schritt noch Größe, Gewicht und Blutdruck erfassen, die sogenannten Biometriedaten. Dazu hat Albis hier ein Symbol, Biometriedaten, darüber können Sie die Biometriedaten aufrufen. Sie können aber auch, wie Sie sehen, hier vorne übers Dropdown-Menü von Ihrer Karteikarte, ja, ich stehe jetzt in meiner Karteikarte und kann jetzt hier drüber auch in die Biometriedaten wandern. Albis bietet mir gleich das aktuelle Datum an. Ich brauche jetzt nur mit Tab einen Schritt weiter wandern. Wenn sich die Größe nicht geändert hat, wird mir die letzt eingetragene Größe angeboten. Ich kann jetzt hier weitergehen, wie auch beim Gewicht. Wenn die Patientin ein anderes Gewicht hat, kann ich es hier jetzt ändern und so weiter. Die Reihenfolge der Spalten hier können in den Biometriedaten können Sie unter Optionen Biometriedaten festlegen und auch, ob generell das Diagramm ausgeblendet sein soll oder generell ein Diagramm angezeigt sein soll. Ich persönlich finde es zum täglichen Eintragen einfacher, wenn das Diagramm nicht da ist. Und wenn Sie jetzt wie ich hier noch auf dem Blutdruck stehen und Blutdruck gemessen haben, können Sie jetzt hier auch hingehen und sagen, der Blutdruck ist ja heute nur 120 zu 170 und Sie können einfach hier reinklicken, dann ist die Sache gespeichert und wieder hier oben über das Symbol in Ihre Karteikarte zurückgehen. Und jetzt möchte der Patient gleich noch einen neuen Kontrolltermin, vielleicht weil er im DMP eingeschrieben ist und jedes Quartal neu kommen muss oder was es für andere Gründe geben mag. Sie haben hier oben Ihr Symbol für den Terminkalender, können den Terminkalender aber auch mit STRG T aufrufen und stehen jetzt in Ihrem Terminkalender in Ihren verschiedenen Reitern. Ich habe jetzt hier die Sprechstunde und den Reiter Labor. Ich bin eine kleine Praxis. Auf der rechten Seite sehen Sie hier, dass mir mein Patient schon angezeigt wird und jetzt haben Sie die Möglichkeit, entweder mit dem Patienten zu reden und sagen, was Sie wollen, in 6 Wochen einen neuen Termin, okay, dann gehen wir, es waren jetzt 4 Wochen, gehen wir auf den 24., wann passt es Ihnen und können jetzt hier einfach reinklicken, der Terminkalender ist ja entsprechend Ihrer Farm eingerichtet und einen neuen Termin vergeben. Da mein Patient hier auf der rechten Seite steht, kann ich den Pfeil anklicken, dann wird der Name des Patienten sofort eingetragen. Sie haben aber auch die Möglichkeit zu sagen, meine Dame heißt Ratlos Rita und drücken F3. Ich mich jetzt verschrieben. Ach, Rastlos. Rastlos Rita und drücke F3, dann löst Albis
in den Termin oder den Patienten auch sofort so auf, dass die Daten aus der Datenbank gezogen werden und die Patientennummer hier vorne eingetragen wird. Und Sie haben noch die Möglichkeit, wenn Sie so in dem Termin stehen, mit F4 einen Memo-Text einzugeben. Warum kommt der Patient zu Ihnen? Einen kleinen Hinweis möchte ich Ihnen noch zu den Formularen geben. Was wir hier auf dem Rezept hatten mit Altrezepte, haben Sie auf ganz vielen Formularen, da heißt es dann alte Daten, wo Sie sich halt anschauen können, was für Überweisungen, was für Verordnungen der Patient schon bekommen hat. Und diese Standards, die man hier oben einrichtet, kann man in jedem Formular sich einrichten, wo es hier unten den Button Standard gibt. Zu diesen Themen gab es in der Vergangenheit 2016 und 2017 auch schon diverse Webinare. Dann noch ein Hinweis auf unsere kostenfreie Service. Sie haben ein Webinar verpasst. Alle unsere Webinare werden aufgezeichnet. Sie finden diese Aufzeichnung auf unserer Homepage, in der Albis Community und jetzt auch neu bei YouTube. Sie können uns auch auf Facebook und auf Instagram folgen. Somit erhalten Sie aktiv Informationen, wann das Video zum Webinar zur Verfügung steht und es steht auch auf den Communities dort zur Verfügung. Austausch mit Kollegen und CGM mit Albis-Mitarbeitern können Sie in der Albis-Community. Die Community soll aber nicht Ihre gewohnte CGM-Albis-Hotline ersetzen. Es ist als Austausch gedacht und bei Fragen hilft Ihnen weiterhin Ihr Vertriebs- und Servicepartner gern weiter. Bleiben Sie immer auf dem neuesten Stand mit dem CGM Albis Newsletter, melden Sie sich kostenlos an. Das Thema Telematikinfrastruktur ist immer noch allgegenwärtig oder bleibt ja auch allgegenwärtig. Viele Antworten und Informationen zu dem Thema finden Sie auf unserer Homepage. Hier können Sie sich auch zu einem kostenlosen Newsletter anmelden, um immer aktuelle Informationen zu erhalten. Und somit sind wir dann auch schon am Ende. Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag und bis zum nächsten Mal.